3 Tage, 12 Stunden. Immerhin. Das Problem ist, wir haben zwar eine Knarre, aber wir haben keine Munition mehr. Wir haben 2 Kugeln. Insofern bringt uns die leider nichts und wir haben leider 2 Kugeln versemmelt. Das ärgert mich. Doch, wir haben noch 2 Kugeln. Wir hatten 5 Schuss, 2 versemmelt, einer saß. Ach, das ärgert mich immer noch so sehr. So, dann machen wir mal mit unseren kargen Vorräten noch ein Feuerchen. Oh nein, und genau jetzt fängt wieder ein Schneesturm an. Das darf doch nicht wahr sein. Immer wenn wir raus wollen. Ich habe das Gefühl, dass wir leben hier momentan in diesem Lauf, leben wir nur zwischen Schneestürmen. Scheiße, Mann. Oh. Dann kochen wir mal das restliche Fleisch, in der Hoffnung, dass es nicht gleich abläuft. Das rohe Fleisch darf man, glaube ich, nicht ganz so lange im Inventar behalten. Ich glaube, das ist nicht so gut. Ach, waren doch eben nur 2 Stücke, okay. So, 93, das sieht doch schon besser aus. So. Das sieht schon wesentlich besser aus. Ja, Problem ist, draußen war wieder Schneesturm. Ich komme da nicht durch. Vor allen Dingen komme ich nicht am Wolf vorbei. Denn auf dem Weg haben wir einen Wolf und ich kann dann nicht einfach durch einen Schneesturm latschen, wenn ich weiß, dass der Wolf uns jederzeit erwischen kann. Das wäre dumm. Das möchte ich dann auch nicht. So, Tools. Was haben wir denn hier? Ach, hier sind die beiden anderen Flares. Die packe ich mal nach unten rein. Ich wusste, ich habe die irgendwo reingelegt. Ich wusste nur nicht genau, wo. Sewing Kit. Packe ich mal beide hier rein. Wir müssen unterwegs nichts nähen, hoffe ich. Die Simple Tools. Crafting and Repair. Können wir momentan eh nicht brauchen, weil wir eh nichts craften können. Das heißt, wir nehmen die später einfach ein bisschen auseinander. Wood Matches 15. Ich hoffe, das bleibt mit der Condition. Hm. 4 Brandbeschleuniger. Der Can-Opener haben wir auch noch. Dann sortieren wir uns erstmal ein bisschen aus. Habe ich noch Clothes, was ich da noch reinlegen kann? Ein bisschen Clothes? Nein. Material, Cloth. Transfer all. Leder kann ich auch rein. So. Dann versuchen wir mal möglichst nichts mitzunehmen. Möglichst nichts Überflüssiges zu tragen. Damit wir möglichst leichtfüßig wie eine Elfe später durch den Schnee wandern. Kalt ist uns zum Glück nicht. 45 Minuten. Nutzen wir das gerade mal aus. So. Ich glaube, zum Beulen reicht das jetzt nicht mehr. Ich probiere es natürlich trotzdem mal aus. Uwe Beul. Ja, vielleicht kriegen wir es aber hin. Ich weiß es nicht genau. Doch, scheint zu klappen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann haben wir das Feuer wenigstens noch ein bisschen ausgenutzt, dann brennt es nicht so nutzlos durch die Gegend und wir haben noch 1,15 Liter. Sehr schön. So, was wollte ich gerade machen? Ich wollte Sachen ablegen, wie zum Beispiel Flares und ein bisschen Bandagen und sowas. Von dem wir halt ein bisschen zu viel haben. Alter, dieser Schneesturm draußen, das ist echt scheiße. Okay, da ist voll. So, Mann, ich klicke immer auf das Falsche. First Aid, Antiseptikum. 1, 2. Antibiotika. Wiegen schon ein bisschen was. Ah, da haben wir viel Antibiotika.
So, 12,5. Painkiller. Ach, jetzt kann ich den Painkiller auch ablegen. Sehr gut. So, 1 Kilo von 1 Kilo. 5 Painkiller sollten reichen. 5 Antibiotika wiegen gar nichts. Antiseptikum haben wir ein bisschen was dabei. Tja, und jetzt... Scheiße, kein Stuhl ist, dass man sich mal ein bisschen hinsetzen kann. Das Personal musste immer stehen, aber der Besuch hatte ein Sofa hier. Konnte man sich dann hier hinsetzen und so ein bisschen gucken, so, ach ja, schön. Ja, colder kann uns egal sein, uns ist eh so warm. Equipment, 12 Kilo haben wir immer noch. Das ist alles, was wir gerade am Mann tragen, sozusagen. Das ist nicht so viel. Vor allen Dingen, wenn wir da noch Essen mitnehmen. Trinken haben wir ja, aber Essen müssen wir noch mitnehmen und die Knarre würde ich gerne mitnehmen. Um den Wolf im Damm zu erledigen. Ich hoffe, das kriegen wir irgendwie gewuppt. Ich glaube zwar noch nicht so richtig dran, aber... Ich würde die Knarre bei Zeiten auch gerne reparieren. 43% ist nicht so viel. Ich glaube, ich probiere das mal. Ich weiß nicht genau, ob wir es packen, ehrlich gesagt. Eieieiei. Scrap Metal haben wir genau 1. So, Simple Tools. Ich weiß nicht genau, was wir dafür brauchen. Wo ist denn die Knarre? Hunting Knife ist auch auf 54 runter. Für Firewood brauchen wir dafür. Wieso das denn? Wieso braucht man denn Holz, um die Knarre zu reparieren? Was ist das für eine Knarre? Haben wir aber für Firewood? Ja, Gott sei Dank. So, wo haben wir sie? Ich hoffe, wir kriegen das irgendwie hin. Hunting Rifle. 25% wird repariert. Ne. Leck mich am Arsch. Beides weg. Beides weg und gefailt. Leck mich am Arsch, du Kack-Scheiß-Spiel. Boah, das ist ja richtig arschig. Das ist ja richtig, richtig arschig. Alter Schwede. Und gerade eben habe ich mich gefreut, dass der Wind vorbei ist. Boah, was für ein verkacktes Arschlochspiel. So, 2 nehme ich mal mit. Wasser haben wir auch noch ein bisschen dabei. So, wo ist das Ding? Das darf doch nicht wahr sein. Hunting Rifle Equip. 2 Patronen haben wir noch. Die müssten mal geladen sein, ne? Ich check das vorsichtshalber nochmal. Ja, sind geladen und wir haben keine weiteren Patronen mehr. Den Wolf auf dem Eis könnten wir abschlachten. Aber ehrlich gesagt traue ich mir gar nicht zu, überhaupt einen Wolf abzuschlachten. Sekunde. Ah nee, ach egal, komm. Nee. Entschuldigung, ich laufe gleich wieder zurück, ist egal. Ich versuche die Knarre das nächste Mal zu reparieren, ich mache das nicht jetzt. Scrap Metal könnte man nicht wieder herstellen, das geht natürlich. Für Firewood haben wir noch einen Scheit da, aber der eine Scheit Firewood, ich glaube, den möchte ich gerne behalten. Ich möchte nämlich auch nicht unbedingt verdursten. Wir haben zwar jetzt Wasser dabei, aber ich weiß nicht, wie lange das hält und ganz ehrlich, die Axt hält auch nicht ewig. Und Scrap Metal, wir können nur so lange reparieren, wie wir Scrap Metal haben und für Firewood. Und Scrap Metal ist, glaube ich, sehr selten hier. Heilige Scheiße. Und da hinten bei den Gleisen, da wird wahrscheinlich noch der Wolf auf uns warten. Für den wäre eine Kugel. Und im Damm ist noch ein Wolf. Ich halte mich nicht für so gut, dass wir das schaffen. Ich halte mich eher für so gut, dass wir gleich sterben. Ein Reh erschießen ist die andere Sache. Und wir könnten jetzt Reh erschießen, wie wir fröhlich sind. Leck mich doch am Arsch. Ich könnte jetzt natürlich Reh erschießen, wie wir fröhlich sind. Das
Oh, oh. Die anderen Wölfe trauern. Meat, 7 Kilo. So. Hide. 2 Units. Gut, das ist ganz gut. Gut. Got to be. It's got to be, got to be. Wir haben einen Wolf erledigt. La 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 la. Wir haben einen Wolf erledigt. La 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 la. Lasst euch das eine Warnung sein. Ihr scheiß räudigen Köter. Ich weiß, es gibt einige Zuschauer da draußen, die lieben Wölfe und finden das ganz furchtbar. Es ist ein Spiel. Es ist ein Spiel. Normalerweise isst man ja auch keine 10 Rehe am Tag. Wie unser Protagonist hier. Ich laufe jetzt einmal wieder zurück, weil wir haben... Wie viel haben wir denn jetzt überhaupt? Equipment? 25 Kilo. Und wir haben eine Menge Fleisch. Eine Menge Fleisch. 7 Kilo Fleisch. Ich bin reich mit 7 Kilo Fleisch. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Geil. Freue ich mich sehr. So, na, da sind wir nicht weit gekommen. Aber immerhin, wir haben die Waggons freigeräumt. Zumindest hoffe ich das. Ich weiß nicht genau, wie viele Wölfe... Wir haben ja noch welche jaulen hören. Ich weiß nicht, wie viele Wölfe da jetzt eventuell noch sind. Alter Schwede, Gott sei Dank hat der Wolf geknurrt. Und Gott sei Dank haben wir den vorher bemerkt, bevor der uns hinterrücks angefallen hat. So, wie sieht's denn aus? Food and Drink. Wolfmeat. 1500 Kalorien. Alter. Wir brauchen Holz, ganz dringend. 90%, wir brauchen ganz dringend Holz. Und wir sind erschöpft, das ist natürlich nicht so gut. Food and Drink. Dann eaten wir mal. Und dann trinken wir mal. Das Problem ist nur, dass wir echt Holz brauchen. Also Holz ist jetzt richtig knapp gerade. Einen einzigen Holzscheit haben wir noch. So, Kollege ist ein bisschen erschöpft natürlich, das verstehe ich gut. Ach, Mann. Wir brauchen Holz, wir brauchen Holz, wir... Ah, so ein Glück. Wir brauchen Holz, wir brauchen Holz. So, schön leckeres Wolfsfleisch. Mmh, Gourmet. Ich könnte hier ein Restaurant eröffnen eigentlich. Wäre auch nicht so schlecht. So, mit dem Rest vom Feuer probiere ich nochmal ganz kurz hier durchzukommen. Ich glaube, fürs Beulen wird es nicht mehr reichen. Na. Doch, wird noch reichen. Gott sei Dank haben wir einen halben Liter Wasser wenigstens noch gebeult. Sehr gut, sehr gut. Das fertige Fleisch packen wir mal da rein. 100%. Und dann nehme ich mal lieber das 78er Fleisch hier mit. Ich glaube, eins reicht gerade. Wir hätten ja sonst auch nicht so viel zu essen dabei. Wir müssen nur gucken, dass wir das hier irgendwie alles... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3... Da brauchen wir noch 2 Holzscheite, um das alles wegzukriegen. Hunger und Durst haben wir. Oh, geil. Wolfsfleisch, 1500 Kalorien. Alter, wie geil. Wie nahrhaft. So, ich gehe jetzt mal dahin, wo wir sonst immer gesammelt haben. Ich hoffe nur, da ist kein Wolf. Denn die letzte Patrone würde ich echt gerne für den Dammwolf. Der Dammwolf hört sich irgendwie komisch an. Ich hoffe, hier ist kein Wolf. Irgendwo hier in der Nähe war einer.
Das ist ein Hirsch, Gott sei Dank. Ein Hirsch. So. Forage Wood. Bitte, bitte, bitte sag mir. Minus 10%, Alter. Sag mir doch, dass das funktioniert. Ich mache sogar 2 Stunden. Minus 20%. Bitte, 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 bitte sag mir, dass es funktioniert. Ich hau dich, wenn du wieder nichts sammelst. Dann schlage ich das Spiel zusammen. Hatchet degraded. 2 Tinderplug. 3 Cedar Firewood. Naja. Und wir sind exhausted, das heißt, ich kann nicht mehr laufen, weil wir einfach gerade am Ende unserer Kräfte sind. Was war das? Ich hoffe mal, das war der Bauch. Ich habe es gerade nicht mitbekommen. Und wir schleppen uns nach Hause. Es ist 16.45 Uhr und der feine Herr ist müde. Da können wir vielleicht 2 Stunden mal... I'm too tired to think straight. Du gehst jetzt nochmal schön die paar Meter geradeaus. Du wirst jetzt nicht im Schnee einschlafen. Das mit dem Holz, mit der Holzernte ist aber auch echt mau geworden, ne? Das war mal besser. In der letzten Runde haben wir da richtig gut geerntet, in 2 Stunden zumindest. Das ist auf jeden Fall jetzt knacke schwer geworden. Wir haben 2 Holzscheite, damit kriegen wir natürlich gerade so das Fleisch noch gewuppt. Scheiße. Und das Problem ist nicht die Zeit, das Problem ist einfach, dass die Axt dann so kaputt geht einfach, dass wir die bald nicht mehr benutzen können. Und es gibt kaum Scrap Metal, das ist richtig unbarmherzig. Wir bräuchten echt sau viel Glück, um sau viel Scrap Metal zu finden und das haben wir einfach nicht. So ein Dosenöffnerchen kaputt schrauben kannst du einmal machen, aber dann ist der halt einmal kaputt geschraubt. Das reicht dann für einmal in den Wald gehen wieder. So, Hunger. Ich glaube, dann hau ich mir mal... Ah, okay, wir haben jetzt... So, das geht. Ich glaube, ich hau mich da mal eben ein Stündchen hin. Pack das Holz eben nochmal weg, weil der feine Herr ja überlastet ist. So, alles. Lalalala. Cedar Firewood. Alles. 17,61. Da werde ich, ich glaube, ich werde auch nicht genug los hier, ne? Da müsste ich gerade eben nochmal Food and Drink. Den packe ich auch nochmal weg. 1 Liter Wasser. Ne, komm, das Wasser nehme ich dann doch wieder mit. Der ist ja eh gleich wieder fit. Der heult jetzt ein bisschen rum natürlich, aber der ist eh gleich wieder fit. Sind wir mal ehrlich. So, was macht das Wolfsfleisch? 87%. Okay, dem geht's ganz gut, glaube ich. Biorhythmus umstellen. Ich muss mal eine Runde schlafen. Okay, 19 Uhr. Ich gehe mal 2 Stunden schlafen. Bett. Achso, ich habe Bett gemacht. Ich gehe mal 2 Stunden schlafen. Dann können wir unten nochmal ganz kurz rumpopeln. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen Feuer in Schwung bringen. Ich weiß nicht genau, wie lange das Cedarwood hält, ehrlich gesagt. So, das geht ja alles noch. Wie lange leben wir schon? 4 Tage, 2 Stunden. Geil. Im Frühtau zu Berge, wir ziehen, Fallera. Wir kommen nach Hause auf den Knien, Fallera. So. Nein. Nein, nein. Da oben ist das gekochte Fleisch drin. Wir nehmen mal hier unten das rohe Fleisch. 1, 2, 3, 4. Ah, das sind die Sardinen. Condition 35. Die Sardinen kann man natürlich nicht kochen. Dann drückt man mal die Daumen. Bitte, bitte brenne, bitte, bitte brenne, bitte, 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 bitte brenne, bitte brenne, bitte brenne, bitte brenne, bitte brenne, bitte brenne, es brennt. So, dann können wir gleich nochmal einen Scheit nachlegen. Und wir kochen uns die Seele aus dem Leib. Cedar Firewood ist nicht das andere Firewood, was wir brauchen. Oder dieses komische Fir-Firewood, was wir bräuchten, um die Axt zu reparieren zum Beispiel. Das hätten wir vielleicht sparen sollen. Müssen wir in der nächsten Runde Fir-Firewood nicht verheizen. Lieber sterben.